Du darfst jetzt erstmal Zutaten besorgen für die neuen mystischen Eggs. Also, ich muss sagen, das fand ich nicht mal mehr witzig, sondern einfach nur schlecht. Ich dachte, das ist hundertprozentig schon sicher, dass ich Prinz werde. Das habe ich nicht gesagt. Hey Leute, was geht? Ich bin René hier und ich bin jetzt hier ja gerade in meinem neuen Königreich. Wobei das sich nicht anfühlt wie ein Königreich, weil ich eigentlich ja hier nur die ganze Zeit putzen muss. Vielleicht habt ihr das ja mitbekommen. Ich wurde ja adoptiert vom König oder ich habe mich auch dazu entschieden, ja, der Nachkomme vom König zu werden und der Thronfolger. Das klingt jetzt erstmal voll spannend, aber... Und Prinz René klingt natürlich auch cool, aber... Ich muss eigentlich nur hier die ganze Zeit putzen. Also das ist halt echt nicht das, was ich mir vorgestellt habe, wenn ich eigentlich Prinz bin. Weil man denkt ja sich eigentlich, okay, man kriegt die ganze Zeit coole Pets und kann eigentlich den ganzen Tag nichts tun und coole Sachen machen. Zumal ja der König auch die Macht hat, um die Mystic Eggs, die ja bald kommen werden, zu befüllen oder die Pets auszusuchen. Und genauso wie der das hier schon bei der Cobra gemacht hat. Also die steht hier nicht zu Unrecht. Da hat er schon mal gezeigt, was er für eine Macht hat. Aber von der Macht habe ich halt nichts, weil bisher hat er mich auch gar nicht gefragt, ob ich da vielleicht mal mitmachen will. Der könnte ja bestimmt Hilfe gebrauchen bei der Auswahl der Tiere, die in den Mystic Eggs kommen werden. Oh, Baby René, hallo, da bist du ja. Ich bin ja gerade am Putzen. Ich hab mich gerade auch nicht beschwert oder so. Okay. Ich bin hier gerade noch am Putzen. Ich habe hier fast jetzt alles blitzeblank geputzt. Also, hier kann man wirklich... Okay, schau ich mir mal an. Also, hier hinten hast du nicht geputzt. Also, da hinten muss noch alles gemacht werden. Die Ecke habe ich noch vergessen, ja. Die Gläser, die sind nicht sauber geputzt. Da strahlt es nicht wirklich durch. Da muss ja schon... Das muss wirklich durchleuchten, die Flüssigkeit. Damit auch hier meine Untertanen das alles schön kaufen können. Und die Ecke, ich glaube, die hat schon ewig keinen Besen mehr gesehen. Von daher... Ja, hier putze ich das auch noch mehr. Aber ansonsten... Hier hast du auch nicht geputzt. Und deine Ecke auch wieder nicht. Ja, aber ich habe jetzt hier schon den ganzen Tag geputzt. Ja. Also eigentlich sieht das hier gerade in der Mitte aus wirklich wie, also da kann man wirklich vom Boden essen. So toll habe ich da geputzt. Deswegen frage ich jetzt mal auch, kann ich mal irgendwann mal auch was Spannendes machen? Oder muss ich jetzt hier nur den ganzen Tag putzen? Ja, also weil putzen das ist doch spannend. Also du lernst hier das komplette Schloss kennen. Von daher ist das auch sehr spannend. Ja, ich würde lieber mal paar neue Pets kennenlernen oder die neuen Pets, die in dem Mystic Egg sind. Das würde mir also mehr Spaß machen. Baby René, oder bald Prinz René, wie ich dich bald taufen werde. Ja, ich fühle mich aber noch nicht so wie ein Prinz, wenn ich hier die ganze Zeit nur putzen muss. Ja, okay, dann habe ich eine kleine Liste hier für dich. Du darfst jetzt erstmal Zutaten besorgen für die neuen mystischen Eggs. Zutaten, das heißt die genau. Zutaten, um die Eier zusammenzubauen? Genau, so sieht's aus. Wir brauchen aus dem Babyshop eine Rassel. Oder ein kleines Spielzeug, das ist egal, denn es ist ja ein Neugeborenes aus dem Ei, deshalb brauchen wir etwas, was für ein Baby da ist. Ach, damit man eine Rassel in das Ei reinlegen kann. Ja, okay, das ist mal schlau. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr spannend, aus welchen Zutaten so die Eier zusammengebaut werden und was man dafür besorgen muss. Okay, also das Besorgen kann ich gerne machen. Und natürlich auch, damit es schön wächst, muss auch was Verpflegung da sein. Das heißt, noch was zu essen ist auch wichtig. Stimmt, und der Rest steht auch noch auf jeden Fall auf der Liste. Und du kannst doch lesen, oder? Ja, natürlich kann ich lesen. Sehr gut, dann erkläre ich dir nicht viel weiter und verschwende nicht meine Zeit. Und du darfst dann jetzt die Sachen besorgen. Okay, aber warte mal. Also wenn ich das jetzt alles besorge, was natürlich sehr viel Arbeit jetzt gleich für mich ist, dann darf ich doch bestimmt auch dabei sein, wenn die zusammengebaut werden. Und dann darf ich doch bestimmt auch mitbestimmen, wenn du die Entscheidung triffst, welche Tiere in den Eck sind, oder? Besorg einfach die Liste und dann schauen wir nochmal weiter. Ja, na gut, okay. Ja, na gut. Aber erst musst du die Zutaten besorgen. Ja, ist ja gut, ich besorge die jetzt. Also, ich verstehe jetzt wirklich nicht, warum der so drauf ist. Also, ich muss jetzt hier diese ganzen Handlangerarbeiten machen und jetzt hier wirklich überall einmal Sachen besorgen. Also, das mache ich ja gerne, aber ist immer noch besser, als wenn ich jetzt irgendwie gar nichts zu tun hätte oder putzen muss. Aber es ist trotzdem nicht echt so cool, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin so für die blöden Aufgaben gut genug. Ich kann dafür jetzt die Sachen besorgen. Aber wenn es jetzt darum geht, wirklich die wichtigen Aufgaben zu machen, die auch Spaß machen und voll spannend sind, und das ist definitiv der Fall bei der Wahl, welche Pets in dem Mystic Egg sein werden, da bin ich dann auf einmal nicht gut genug. Das heißt, irgendwie bin ich nicht so ganz zufrieden. Aber na gut, also, ich muss jetzt hier erstmal gucken, ob was auf meinem Zettel ist. Also, ich muss auf jeden Fall ganz viel Essen zusammensuchen, damit die Pets alle genug haben. Das heißt, dann brauchen wir hier uns einmal durch. Das brauchen wir auch. Das brauchen wir auch. Dann noch ein bisschen Wasser, weil Tiere ja auch was zu trinken brauchen. Es gibt manche Pets, die trinken wohl Milch und manche, die trinken Wasser.
Dann fangen wir hier nochmal ein bisschen was an. Hier. Okay, also ich glaube, das ist jetzt erstmal genug Verpflegung. Vielleicht noch ein bisschen Käse. Das ist, Käse mag jeder. Das ist vielleicht auch eine gute Idee. Den würde ich am liebsten jetzt selbst essen, aber die Pets brauchen ja was. Weil die sollen ja groß und stark da draus kommen. Weil wenn da jetzt auf einmal so ein Löwe mit Flügeln aus den Mystic Eggs rausschlüpft, dann muss er natürlich kräftig sein. Und das ist ja nur, wenn er was gegessen hat. Okay, ich glaube, da habe ich jetzt erstmal genug besorgt. Ich schaue nochmal in meinem Inventar. Ja, ich habe auch noch ein paar Pizzen, die können wir vielleicht da auch noch reinlegen. Da ist der König vielleicht dann auch nochmal sehr, sehr erfreut, dass ich da jetzt schon so selber Gedanken habe, wie wir den ein bisschen, wie wir die Echsen ein bisschen besser machen können. Und dann muss ich jetzt nochmal in den Babyshop, denn wir müssen ja ganz viele Spielzeuge kaufen für die Pets, damit die sich auch freuen, weil die sollen ja glücklich sein in den Eiern, würde ich mir zumindest denken. Deswegen, also man braucht das jetzt nicht, weil die sind ja in den Pets, das heißt so ein Wagen, der ist da jetzt eigentlich nicht so nötig, aber alles, was hier so drin steckt, deswegen kaufen wir jetzt mal die Rasse, also der König, der hat mir jetzt gar kein Geld mitgegeben, also die Rasse ist ein bisschen so teuer. Ich kaufe jetzt hier mal eine normale Rasse. Rassel, okay, vielleicht die. Die sind alle so teuer, also ich kaufe, ja, die Rassel kaufe ich noch einmal. Dann kaufen wir noch einen in Pink. Und dann kaufen wir noch eine in Rot. Okay, dann haben wir jetzt drei Rasseln. Ich hoffe, das reicht jetzt erstmal. Dann kaufen wir jetzt noch ein bisschen Milch. Weil, wie gesagt, es gibt manche Pets auch, die Milch trinken. Wenn da vielleicht eine Katze ist, mit Flügeln. Kann ja sein, bei den Mystic Eggs, dann trinkt die bestimmt Milch, weil Katzen trinken gerne Milch, habe ich gehört. Und deswegen glaube ich, dass das jetzt erstmal alles ausreicht. Also ich finde, ich habe meinen Job wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich habe jetzt echt ganz viele Sachen besorgt, die definitiv sehr, 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 sehr praktisch sind für die Mystic Eggs. Und ich hoffe, das wird gleich auch belohnt, weil ich möchte dann natürlich auch eine Belohnung dafür. Und die beste Belohnung wäre, wenn ich einfach mal da mitgucken darf, wie Mystic Eggs zusammengebaut werden. Und vor allem, wie diese Pets ausgesucht werden. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktionieren soll. Also stellt er sich dann einfach irgendwie dahin und sagt dann so, okay, ich will einen Löwe mit Flügeln. Und dann ist er auf einmal da. Das wäre halt echt mal interessant zu sehen, weil irgendwo müssen die Pets ja herkommen. Also alle Pets, die ich so im Inventar habe, also hier zum Beispiel der Hai. Ich weiß nicht, war der einfach einmal im Wasser und dann gab es den auf einmal? Oder wurde der irgendwie anders gemacht und auf die Welt gesetzt? Ich weiß es einfach nicht. Und das würde ich halt gerne mal herausfinden bei dem König. Aber so wie ich den kenne, wird er da wahrscheinlich wieder sagen, nee, macht er nicht. Aber mal schauen. Vielleicht werde ich ja auch diesmal positiv überrascht. Vielleicht war der bisher auch immer nur schlecht gelaunt. Also ich gehe jetzt auf jeden Fall mal wieder zu dem hin und schau mal nach. Oh, hallo König. Hallo, hier oben bin ich. Also, ach, du bist hast oben. Du meine Liste vollständig? Ja, ich habe deine Liste, Hahaha, sehr gut. Wo bist du denn? Du bist gerade, du kannst dich offenbar auch teleportieren. Hier bin ich. Ach, da bist du. Du kannst dich scheinbar, du hast scheinbar auch die Fähigkeit so zu teleportieren, weil du warst auf einmal da und dann bist du wieder weg. Ach, hier ist dann also so die Königs der Königsbalkon. Ja, so genau. Sieht's aus, genau. Okay. Aber du hast gesagt, die Liste ist vollständig? Ja, genau. Ich zeig dir mal alles. Und keine Fehler? Nein, keine Fehler. Also, ich okay. Käse. Guck mal, genau. Ja. Guck mal in meine Hand. Ich habe Käse, ich habe Hotdogs. Ich habe Sandwiches, ich habe Milch. Ja, ich Milch ist ganz wichtig, sehr Wasser, gut. Ich habe Wassermelonen, ich habe Himbeerkuchen, ich habe Donuts, ich habe Schokoladenmilch, ich habe Eiscreme, ich habe Seaweed, falls du in den Mystic Eggs vielleicht ein Ocean Pet mit besonderen Fähigkeiten reinmachen möchtest. Die brauchen dann Seeplankton. Dann habe ich noch ganz viele Spielzeuge. Und zwar habe ich ganz viele Rasseln. Guck mal, eine in Pink. Ah, sehr gut. Eine in Rot. Und einen in Weiß. Die sind doch bestimmt alle sehr, sehr, sehr praktisch. Ja, die sind alle sehr praktisch und die Liste ist vollständig. Sehr gut. Genau. Und so, dann kann ich gleich auch die Eier schon mal planen, was ich da reinmache. Ja, und da kann ich dir auch gerne helfen. Da kann ich dir auch gerne behilflich sein bei der Planung, welche Tiere da rein. Ich brauche keine Hilfe. Wie, du brauchst keine Hilfe? Ich meine, ich weiß schon genau, was ich reinmachen möchte. Oder hast du andere Ideen? Ja, aber guck mal. Also, ich war doch die ganze Zeit in der Dot Me City als Baby. Und das heißt, ich weiß doch eigentlich am besten, was die Leute wollen. Und ich glaube, eine Idee mal nur. Ich sagte mal eine Idee. Also, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Die Mystic Eggs, die müssen ja ganz, ganz, ganz krass sein. Weil das sind Mystic Eggs, ne? Und das stimmt. Deswegen wäre es doch bestimmt voll cool, wenn in einem Mystic Egg ein Löwe ist, der aber fliegen kann wie ein Adler. Was ist das denn für eine Idee? Wieso lachst du? Das Mystic. Das
Das ist die schlechteste Idee, die ich jemals gehört habe. Aber das Witzige daran ist, dass du mich sehr zum Lachen gebracht hast. Du bist ein Witzbold. Wie? Nein, ich bin kein Witzbold, das war ernst gemeint. Ernst gemeint? Ja. Ein Löwe mit einem Adlerkopf. Ja. Also ich glaube, so eine schlechte Idee habe ich noch niemals gehört. Was? Hast du noch eine andere Idee? Also, ja, okay. Ja, dann sag ich dir jetzt was Lachen. Anderes. Okay. Also, stell dir mal vor, in dem Mystic Egg ist ein Frosch. Es gibt ja auch schon einen Frosch in Adopt Me. Aber stell dir vor, das wäre ein Frosch, der aber einen Schwanz hat wie von einer Katze. Und das war's? Ja, das wäre doch lustig. Oh, also, ich muss sagen, das fand ich nicht mal mehr witzig, sondern einfach nur schlecht. Nein, also, man merkt, Baby René, du bist wirklich noch ein Baby. Und das dauert noch, bis du Prinz wirst. Also, mit solchen Ideen, da kommen wir hier nicht weit. Aber ich dachte, wir machen das zusammen und nicht du. Also, ich bin der König von Flycastle. Ich brauche keine Hilfe, ich kann auch alles alleine machen. Nur die Kleinigkeiten besorgen, dafür brauche ich jemanden. Denn ich möchte nicht ungern mit meinen Untertanen gemeinsam gesehen werden. Ja, das heißt, für die blöden Arbeiten hier bin ich gut genug, wenn ich hier fegen soll. Aber bei den coolen Aufgaben bin ich dann wieder raus, oder wie? Das sagst du. Ja. Das hast du selber gesagt. Aber man kann das ungefähr so sehen. Wenn du dich damit zufrieden gibst, können wir es genau so beibehalten. Ja, zufrieden bin ich nicht wirklich, aber ich habe ja keine andere Wahl, als mich damit zufrieden zu geben, weil offensichtlich kann ich ja bei den Mystic Acts nicht machen, außer Sachen besorgen. Ich merke, du hast keine super Ideen für die Mythic Acts, deshalb nehme ich dich doch noch ein bisschen raus. Und ich muss mir überlegen, ob ich dich wirklich noch zum Prinz mache oder nicht. Ne? Aber ich dachte, das wäre schon safe. Ich dachte, das ist 100%ig schon sicher, dass ich Prinz werde. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es ist die Möglichkeit, dass du Prinz werden kannst. Okay, toll. Na gut, okay, so. Weißt du was? Und jetzt ziehe ich mich auch erstmal wieder zurück und muss meine Gedanken, um zu überlegen, welche Pets ich neu erschaffe. Ja. Und du machst sie ordentlich sauber, ne? Also hier hinten in der Ecke, da fehlt noch ein bisschen, da muss noch ein bisschen was sauber gemacht werden. Ja, ist ja gut, okay. Ja, ich putze jetzt hier weiter, ist ja gut. Dann viel Spaß dabei. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss.